Abenteuer, Faszination und Spannung hieß es wieder beim Indianertag im Wildpark Ecolt. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von Ersur Innenausstatter. Seit 50 Jahren der Weg zum schöneren Wohnen. Gemeinsam mit den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg drehte sich am Sonntag, den 13. August, alles um das Thema Indianer. Groß und klein konnten bei vielen Mitmachaktionen das Leben der Indianer kennenlernen und für einen Tag selbst Indianer sein. Die Besucher fertigten mit kreativen Ideen und viel Geschick gemeinsam mit dem Holzschnitzer und Kinderarzt Dr. Alex Weise aus Kaltenkirchen einen Totempfahl an, der später einen Ehrenplatz erhält. Gerne arbeiten wir hier bei Veranstaltungen zusammen mit Kooperationspartnern. Und da die Karl-May-Spiele ja nun wirklich bekannt sind und gleich um die Ecke und man kennt sich, entstand natürlich ganz schnell die Idee. Also es ist ein ganz, ganz buntes Programm heute. Ponyreiten ist natürlich möglich. Es werden Hufeisen durch die Gegend geworfen. Es wird ein Glücksrad gedreht, es wird gebastelt, es werden Steckenpferde zusammengesteckt. Dann kann zugeguckt werden beim indianischen Training mit einem Pferd, Kommunikationstraining, total beeindruckend, Katja und Barish. Sie können sich heute zum Beispiel auch informieren bei den schleswig-holsteinischen Wolfsbetreuern. Wie sieht es eigentlich mit den Wölfen aus? Sie können bei jeder öffentlichen Fütterung sich informieren. Sie nehmen nebenbei Wissen mit. Es wird nicht Ihnen auf dem Teller präsentiert, sondern dieses nebenbei mitnehmen. Und ich glaube, das kennen wir alle. Das funktioniert oft besser, als wenn man sagt, jetzt musst du aber. Für die Kinder gab es wieder das beliebte Ponyreiten. Im Indianerlager konnten sie sich zu echten Indianern schminken lassen, bastelten Steckenpferde und Stirnbänder oder zeigten ihr Können beim Hufeisenwerfen und beim Bogenschießen. Ein großes Highlight war die Autogrammstunde mit dem diesjährigen Überraschungsgast von den Karl-May-Festspielen. Der Wildtiernachwuchs eroberte die Herzen der Besucher und die Flugkünste der Eulen und Greifvögel brachten auch den letzten Zuschauer zum Staunen. Wir sind heute im Wildpark Ecolt. Für mich ist es das erste Mal auch. Und ich bin heute Patin von einem kleinen Dachs geworden. Ich darf jetzt jederzeit herkommen und mich um meine Dachsfamilie kümmern und darf die jederzeit besuchen. Und ich hatte erst ein bisschen Angst, ins Gehege zu gehen. Und die Angst wurde mir aber relativ schnell genommen, weil meine Schwester war mit dabei und die hatte überhaupt keine Angst. Ich spiele bei den Karl-May-Festspielen die weiße Feder, Lea China, eine Häuptlingstochter, die sich dann in Old Shua hin verliebt und für Gerechtigkeit kämpft und an seine Unschuld glaubt und ihn befreit und sich gegen ihren Stamm stellt. Und die Zeit ist hier wie im Flug vergangen. Und ich hoffe, dass ich nochmal vorbeikommen kann, denn es war der schönste Sommer, den ich hier hatte. Also ich habe hier so schöne Menschen kennengelernt und so viele tolle Erfahrungen gemacht. Und Segeberg ist einfach total schön. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von Ersur Innenausstatter. Seit 50 Jahren der Weg zum schöneren Wohnen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.